Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Path of Exile. Wir sind Ende Akt 9 und jetzt gehen wir wieder in die Belly of the Beast. Das ist Akt 4 Ende sozusagen gewesen in Raucherlunge oder so. Also sieht sehr, sehr böse. Ja, meinst der Bestie, the Belly of the Beast. Ja, sieht wirklich so wie eine Raucherlunge oder Raucher Adern aus oder so. Sieht nicht mehr so schön rot aus. Aber das macht natürlich auch alles ein bisschen gefährlicher und ja, die Gegner sind halt korrumpierter. Das ist ziemlich geil gemacht. Ich liebe den Akt 9. Viele mögen ihn irgendwie auch nicht unbedingt so. Mir gefällt er sehr. Wahrscheinlich hier durch. Also wichtig ist eigentlich in diesem Level, dass ihr immer einen Bogen macht. Also wenn es geradeaus geht, ist es meistens falsch. Aber wenn es nach links oder rechts geht, dann ist es meistens richtig. Und deshalb habe ich zuerst nach rechts geschaut. Also von oben bin ich ja gekommen, links geschaut. Das geht wahrscheinlich hier durch. Oh, Corrupted. Corrupted Fever, glaube ich, heißt's. Das sind einfach diese roten Kugeln, diese Blutkugeln, die um einen herum sind. Dann unbedingt. Ja, Antiblut. Ich weiß nicht gerade, was es ist. Ja, es ist es. Okay. Gut, dann habe ich schon den richtigen ausgewählt. Ja, immer schauen, wo ihr Anti-Blut oder Anti-Freeze habt. Wahrscheinlich geht es gar nicht hier durch. Ich bin nicht abgebogen. Ja. So, zeig bitte nicht so viel hier rechts unten an. Tut mich ein bisschen nerven. Wie lange das auch angezeigt wird. Ach komm, Kappa. Muss ich dich wirklich entfremden? Muss nicht die ganze Zeit immer wieder mulen oder so. Dieser Charakter wechselt ständig. Eigentlich habe ich das auch abgestellt. Also man kann es, glaube ich, abstellen. Mal kurz schauen. Geht ja schnell. Nein, UI. Unschärfe-Effekt vielleicht deaktivieren, weil sonst sehe ich immer sehr wenig manchmal. Unschärfe ist halt nicht so immer gut. Es gibt ein bisschen Tiefe, ein bisschen 3D, aber das ist in so einem Spiel überhaupt nicht nötig. Ist das wirklich nirgends zu sehen? Okay. Vielleicht bei Freundesliste. Soziales. Nee, man kann das wirklich nicht deaktivieren. Also Spieler, die sich ganz weit umloggen, muss ich nicht haben. Weil das sind alles alte, die habe ich mal kennengelernt kurz, wegen Gildeneinladung oder so. Aber möchte eigentlich gar nicht mit ihnen reden, deshalb müssen sie eigentlich nicht in der Freundesliste sein, wenn sie gar nie schreiben möchten oder so. Ja, das sind einfach Freunde, die sozusagen gar nicht existiert. Im Real Life kannst du ja, dich trennen sozusagen. Hier in Game muss man sie eigentlich immer entfreunden. Ja, tut es leider immer wieder wissen. Diese Einblendungen kann ich nicht gebrauchen, wenn ich mich konzentrieren muss. Wir machen gerade den schwereren der drei Nebenbosse. Wegen Totems, die zerstören halt die Schutzsteine halt zu schnell. Vielleicht werden wir auch sterben. Ich glaube eher nicht, wenn ich die wirklich konzentriert in der Mitte setze. Oder eher nicht in die Mitte setzen, sondern eine andere Seite. Aber Ball Lightning ist sowieso ein
Sau, der immer weiter geht, bis er dann Max Reichweite erreicht hat. Und das heißt also, er kann die Toten dann immer noch töten am Ende noch, an dem Ende des Raums. Naja, wir werden es ja mal probieren. Okay, einen Stein. Okay, bin ein bisschen zu spät dann. Ah, jetzt ist er wieder der breite Dordre, genau. Weil der Dordre hat ja all sein Fett verloren. Nur noch die Haut war zu sehen. Und jetzt hat er als Geist wieder die Dicke vom Kumpel. Götter einfach ein paar Mal sterben können. Und die Piti auch, die auch irgendwie von Malakai wiederbelebt wurde oder so. Und danach auch irgendwie noch weiterlebte nach meinem Kill von ihr. Also ich habe sie gar nicht gekillt, scheinbar. Und danach, ja. Ist sie dann von Malachi getötet. Diese Golems gefallen mir so. Das ist so richtig. Ja. Modern. Modern in einem unmodernen Spiel oder Mittelalter-Spiel oder so. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, wann ungefähr das spielt. Wahrscheinlich so im späten Mittelalter, wahrscheinlich so optisch. Okay, wir haben die Prophezeiung erfüllt, wir haben sie erledigt. Sehr gut. Jo, dann machen wir da mal noch kurz. Kaufen. Verstümmelung. Nö. Verstümmeln ist wahrscheinlich korruptes Blut oder was? Das ist Verstümmeln. Ist eigentlich ja das, was macht, dass man jeden dritten Schlag mehr Schaden bekommt. Das ist, glaube ich, Verstümmeln, oder? Maim. Oder nicht Maim, das andere. Jetzt ist wieder die Frage, wie es heißt, wie es auf Deutsch heißt. Wird uns nie gesagt. So, dann sind wir ja am Ende des nächsten Parts wahrscheinlich fertig mit der Kampagne. Und dann kommt ja eben das richtig schöne Gebiet. Ja. Das Endgame. Dann fängt das Spiel jetzt richtig schön zu werden. Toll, viel Spaß machen. Ich werde dann mal schauen, was wir dann uns wagen können, weil ich denke, wir können schon gelbe Maps machen. Also Reflected Damage bekommen wir ja nicht. Die Toten sterben wahrscheinlich dann immer sofort, aber unser Platzier ist ja immer sofort wieder. Also ich werde jetzt noch nicht Reflected Damage machen. Und ich habe ja auch gesehen, dass der Charakter, wo ich den Charakterbild her habe, jetzt auch diesen Soulmantel trägt. Ein Kikuratsu aber nur und ein anderer Ring, der ihm einfach ein bisschen Resistenzen noch gibt, hat er genommen. Weil es gibt ein paar Nodes, die den Fluch, also Fluch, Abschwächung gibt in Prozent. Und die müssen wir jetzt auch noch dazu skillen. Und noch einen Juwelenslot scheinbar, aber ich habe das Juwelen noch nicht, das mache ich lieber etwas anderes noch rein. Vielleicht ein bisschen mehr Resistenzen. Ja, genau. Ja, er ist wirklich am schwersten. So. Aber ich habe ihn gut ausgewichen. Ich habe, glaube ich, kaum Schaden bekommen. Ich habe mir jetzt gar nicht so geschaut. Ja, also, dann der Dreieinigkeit,
Irgendwas der Dreieinigkeit? Die vollkommene Dreieinigkeit, okay. Grün ausweichen. Diese Bläschen, die zerplatzen, wie süß. Und alle anderen so, das sind doch Bluttrager, das ist brutal. Und ich so, hey, ach ja, niedliche Blutbläschen. Ui. Ich kenne halt Horror und so Sachen nicht. Ist für mich zu wenig Horror. Nee, es ist für mich überhaupt nie etwas schon in meinem Leben brutal gewesen oder eklig oder ja, horrormäßig. Nie. Ich kannte das gar nie. Ich bin immer so mega abgehärtet gewesen. Und für mich war das ein schönes Leben, als von jedem Zeugs Angst haben. Ich habe einfach nie etwas Angst gehabt. Ja, von der schlechten Gesundheit habe ich Angst gehabt. Vielleicht bin ich einfach zu hart geworden durch die verschiedenen Krankheiten. Kann schon sein. Deshalb habe ich auch so mega viele Vorzüge. Zum Beispiel eben, dass ich hochintelligent bin. Also hyperintelligent. Hochsensibel, genau das ist es. Und multitaskingfähig. Und auch noch ein fotografisches Gedächtnis. Natürlich alles kann ich mir nicht merken. Und so einen Namen oder so. Kann ich mir nicht immer gut merken. Aber dafür alles, was ich schon erlebt habe und so, kenne ich in- und auswendig aus meinem Leben. Es ist Energy Shield, wir können es eigentlich so gut gebrauchen. Ich würde aber gerne die tragen in der Defensive. Müssten wir eventuell dann nach den Maps. Nee. Feuerwiderstand haben wir drauf. Nein, haben wir nicht drauf, also bringt uns noch nichts. Ja gut, dann gehen wir schon weiter. Wir müssen. Ah, wo ist dieser Teil da? Nawali, genau. Haben wir das angenommen? Stimmt. Okay. Tiere. Labyrinth. Qualität. Genau, Königin müssen wir auch noch vernichten. Dann müssen wir einfach zu dieser Krabben. Keine Ahnung mehr. Draco ist einfach so mit anderen Games auch beschäftigt, dass er die Namen nie merkt. Also da müssen wir Slinket machen. Soulmantel. Gut, also Kikuratsu brauche ich noch. Ring. Ein gelber Ring, glaube ich. Haben wir noch nicht. Also eigentlich den Skin ungefähr in Gelb oder in Gold. Also. Wo war der? 6. Gichtkönig. Wie heißt er denn? Steht nirgends, wie der Gichtkönig heißt. Er heißt einfach Gichtkönig, okay. Das ist ein König. Oder auch die Königin um Akt 7. Arachnae oder so. Ja. Also dann. Haben wir ja noch genug Zeit, sehr gut. Wir gehen dann wahrscheinlich direkt ins Refugium. Refugienkammer. Ja. So. Ich weiß noch, wo man das erste Mal hier hinkam, dieser Gegner da, der war saustark. Und jetzt ist er mega Schwächling geworden. So wird das Spiel einfach umbalanciert. Aber so ein Gut ist es sehr schlecht geworden. Ich wollte doch ein bisschen herausfordern. Sagt der, der ein OP-Beat spielt. Nein, es ist nicht ein OP-Beat. Ja, okay, es ist schon ein bisschen OP. Also der
war früher, glaube ich, noch viel stärker damit. Also Ball Lightning wurde, glaube ich, schwer genervt. Also es spielt nicht mehr viel. Also ich sehe einfach niemand anders, der den Ball Lightning Skill spielt. Vielleicht noch ein Miner, ja. Aber ich glaube nicht, dass das viel spielt mehr. Und sieht so schön aus, Kugelblitz. So schöne Kugelblitze. Ja, Drago liebt Kugelblitzchen. Es ist wirklich nicht mehr groß. Also sie haben jetzt nur noch so eine Mega-Aura, aber die weißen Teile sind nicht mehr groß innen im Blauen. Finde ich nicht so gut. Früher war es viel schöner. Ja. Drago wieder mit seinen Sehnsüchten von alten Patches. Wieso darf man alte Patches nicht mehr spielen in Online-Games? Einen neuen Server mit einem alten Patch fertig. Zum Beispiel World of Warcraft ja auch. Einfach so ein Ding gemacht. Classic, oder? Das ist ja eigentlich ziemlich gut. Also wenn ich wieder mehr Geld habe, dann spiele ich wieder World of Warcraft Classic. Ist mega gut. Path of Exile Classic von 2013. Sogar 12. Werde ich sogar spielen. Einfach den Content noch einbauen, der This danach powerful kam, nightmare aber must in be diesem brought to Form an von 2012 werde ich spielen. Ich würde gar nicht mal so enttäuscht sein. Ich bin eher enttäuscht, wie das Spiel jetzt eigentlich schlechter wird. Ich gehe nie zu diesem Waypoint mehr. Ich mag es einfach nicht, wieder zurücklaufen zu müssen ständig. Deshalb gehen wir einfach von Ort zu Ort. Oder wir gehen direkt. Das könnte ich eigentlich machen. Wir gehen direkt zum anderen Ort. Da drüben links ist. Ja. Weil ich mache den nie so gerne, weil ich immer noch ein bisschen leveln möchte. Davor ins Refugium. Aber wir gehen jetzt dort drüben hin. Gehen nur kurz hier rein. Genau. Das will ich nicht mitnehmen. Also, wir gehen jetzt hier rein und Waypoint, dann wieder raus. Genau. Sehr gut. Mach das am besten so. Dann müsst ihr am wenigsten laufen. Weil hier bekommt ihr ein Skillbuch. Das ist sehr wichtig. Da drüben braucht ihr irgendwas, damit ihr weiterkommt. In der Refugiumkammer. Reliquienkammer, genau. Und im Ops Asorum, wie heißen sie? Asorum müsst ihr den Stab holen und dann im Templar im Templar müsst ihr dann was holen. Oder müsst ihr dort den Stab holen? Kann es sein, dass man im Ossusarum einen Stein oder so holen muss? Ja, das Spiel ist einfach genial. Ich muss jetzt gar nicht mal so extrem vorsichtig spielen. Ich kann nichts drücken. Ich könnte immer das Banner setzen, aber ich muss es nicht. Deshalb ist es viel entspannter, das Spielstil. Das ist richtig genial. Okay, ich wusste, dass hier irgendwas droppt. Jetzt bin ich nur hier geblieben. Ich wollte nämlich schon runter zum Essenzen gehen. Mein Akzent bekommt ihr schon gute Essenzen. Ja, das ist aber nur eine wimmernde, also relativ schlecht noch. Ja, zu den ersten Maps bekommt ihr immer schon die hochwertigen über. Okay. Keine Ahnung, wieso der Golem gekommen ist. Das muss irgendwas mit Ding zu tun haben. Mit dem Typ von Essenz. So, also wir müssen hier die zwei Punkte noch machen. Wir haben jetzt hier noch einen Punkt. Ja.
Also ich zeige euch mal kurz die zwei Punkte und die drei Punkte mit 20% verringerter Wirkung von Flüchen auf euch. Hey, wo kommt ihr denn immer her, ihr Boss-Gegnern? Manchmal haben sie schon extreme Sichtweite, die Gegner. Es ist schade, dass ihr nicht zu viel im passiven Skilltree zu lange seid. Ja. Genau, und hier ist auch das Ende. Nee, weiter müsst ihr nicht. Also genauso wie in Akt 5 diesen Stab gefunden habt, müsst ihr hier auch in diesen Raum nochmals gehen. Oh nein, der Raum war ja nicht in Akt 5, war einfach in dieser Gegend. Aua. Ich konnte nicht schneller laufen. Ja, ein bisschen Schaden bekommen wir. Hier am besten stehen bleiben, wenn sie kommt. Ja, sie tut nicht. Okay, dann nicht stehen. Ja, im Kreis laufen oder so. Sie tut natürlich einen Satans Stern oder so. Satans Zeichen. Spawn mit diesem Ding kann Leiche auch gut ausweichen. Sie kann sehr gut treffen, aber wir bekommen nicht viel Schaden. Meistens Hälfte vom Leben und durch das Totensetzen bekommen wir ja wieder Leben. Ja, dem Kreuz, dem Satan Teufelszeichen kann man eigentlich gar nicht mal so gut ausweichen. Ja. Muss mal kurz schauen. Ist mir, für mich ein bisschen leise gewesen, der Bosskampf. Ansturm vielleicht. Ausweichen? Nein, gibt's nicht. Aber es halt Flächen immer defensive nehmen. Also immer Schadensreduzierung nehmen. Armor und ja, also Rüstung. Verringerte Wirkung. Ja, ich nehme es mal. Aber so verringerte Wirkung, so habe ich nicht so gern. Also vor allem verringerte Dauer ist das Schlimmste. Also verringerte Dauer müsst ihr eigentlich nie nehmen. Fläschchen war. Sechs. Gut, dann eben hier. Sehr wichtig. Rüstung. Ihr braucht mehr Rüstung bei solchen Magier-Builds und Bogenschützen-Builds. Ballenbilds und Summoner-Bilds braucht ihr einfach sehr viel. Armor. Da das einfach gegen physischen Schaden eigentlich schützt. Alles andere eigentlich nicht unbedingt. Also immer genügend Armor mitnehmen ist wichtig. Früher war Armor eigentlich nie so wichtig. Aber seit ein paar, ja, sagen wir, Jahren ist Armor eigentlich ziemlich wichtig geworden. Vor allem für Ausweich- und Energy Shield Builds. Ja, also die Gegner halten jetzt nicht mehr so viel aus. Ja. Wir haben jetzt nur defensiv geskillt. Trotzdem machen die Totems natürlich schon viel mehr Schaden. Jo, schaffen wir das Labyrinth dann noch vor den Maps? Ich werde noch ein bisschen warten. Oh, und eine Rebschatztruhe auch noch. Sehr gut. Ja, dann können wir eigentlich so noch ein paar Maps dann diese Mission, diese Heists machen.
Alles dasselbe, ihr habt ja gesehen, ich bin gestorben. Beim letzten Heist. War ein bisschen too much. Vielleicht werde ich jetzt längere Parts machen. Ab jetzt. Ja, ich habe ja jetzt noch Ding für Cesarum. Und damit einfach im nächsten Part auch der Boss sein kann, muss ich ja noch ein bisschen spielen. Deshalb mache ich jetzt einen längeren Part. Vielleicht in den Maps dann auch längere Parts. Also es gibt viele YouTuber, die einfach irgendwie so 60, 90 Minuten oder so Let's Plays machen. Long Plays heißen die. Es gibt englische YouTuber, die 3-4 Stunden oder ganze Spiele Long Plays machen. Nicht so beliebt und das man auf Deutsch sowieso nicht. Okay, das ist ein großer Riss. Ja? Heftig, heftigst. Ist er tot? Oh Gott, kommt noch einer. Warum ist noch einer? Man sieht man ja nicht, wenn die Gegner sterben. Boah, heftigst. Ja gut, eben, Defensive braucht in diesem Game einfach. Manche Gegner sind so hammerhart schwer. Ja, der ist auch gestorben. Gut, dann nehmen wir das mit hier. Die Träne kommt hier. Boah, sehr gut. Also, ja. Okay, hier ist auch noch einer. Wie lange die auch unten unsichtbar bleiben können, ist schon ziemlich hart. Ah, hallo. Das lohnt sich irgendwie. Das Level lohnt sich irgendwie. Times gefunden. Ja. Findet man ja nichts mehr. So. Ich wollte einfach noch ein paar Gegner mit herjagen, weil die so nah waren. Ja. Also. Ja, würde ich noch nehmen wegen der Resistenzen. Ist das Hybrid? Ne, nehmen wir nicht. Ich mag Hybridflächen eh nicht, so die bringen mich manchmal ein bisschen raus. Ja, brauche ich jetzt noch einen Mana-Trank oder brauche ich keinen Mana-Trank mehr? So, und hier haben wir Feuerschaden recht viel. Gut, wir müssen jetzt noch das Ossarium. Machen wir das noch? Das Ossarium. Das Ossarium. Nein, das Ossarium. Und. Ja, dann machen wir im nächsten Part natürlich Gitarre Nummer 2. Puh. Ja, jetzt momentan ist das Spiel schon ein Zacken schwer geworden. Also so mit diesem Abgrund. War schon heftig, wie viele gelbe Gegner da waren, die sich unsichtbar machen konnten. Ja. Ne, ich reingehen. Ja, für die brauchen wir einfach müssen wir noch zählen.
Wir sind eigentlich schon ziemlich zäh, aber dort gibt es Monster und so Explosionen, die halt zu viel Schaden noch machen. Ja, ich tue jetzt momentan ein bisschen mehr Totems platzieren, damit wir ein bisschen mehr Mana und Lebensregeneration haben. Ist ja in dem Bosskampf mit dem Vampir, Flügelfieh aufgefallen, dass man natürlich dort auch sehr gut heilen kann. Während den Explosionen, also dem Bombardement aus dem Himmel von oben. Ja, diese Explosionen, die machen gar keinen Schaden. Aber wenn ihr zu nah seid, ja, es macht keinen Schaden, aber es tut euch natürlich schon sehr erschrecken oder so irgendwas. Vor allem nerven diese, ja, Explosionen. Schauen, dass die nicht explodieren können, diese Stacheln. Ist es hier? Vielleicht ist es schon hier. Nein. Okay, das ist rechts oben oder rechts unten. Sind entweder ein bisschen falsch gelaufen, weil der andere Weg kürzer ist. Ja. Der andere Weg nach rechts wäre kürzer gewesen. Okay, ja. Man weiß es ja nie, ist es zufallsgeneriert. Ja, ihr kennt das wahrscheinlich, so Action-Rollenspiele, Hack and Slays, brauchen einfach zufallsgeneriert. Das hat Diablo 2 so vorher gemacht. Diablo 1 hat es, glaube ich, sogar schon gemacht. Zufallsgenerierte Level sind sehr wichtig. Ja, dass man den Weg jetzt nicht unbedingt immer sofort hat. Und das ist ja jetzt gerade nicht so gut gewesen, aber sonst habe ich mich ja schon echt gut in der Reliquien-Kamera habe ich ja den Weg direkt gefunden. Schweres Wort für einen Schweizer. Hat diesen Namen eigentlich erfunden? Du hast jetzt die Kiste nicht geöffnet. Ich habe doch draufgeklickt. Wahrscheinlich wieder daneben geklickt. Also zuerst drauf geklickt und dann wieder daneben geklickt. Haben wir hier nicht so ein Ding? Ja gut. Brauch sie nicht. In den Maps kommen die sofort. Also schnell wieder vor. Gut. Ja. Dann sind wir hier fertig. Nächstes Mal gehen wir zu den Templer Refugium. Und zu Kitawa. Jo. Schauen wir noch die Items an. Gut, dann tschüss, bis nächstes Mal.